Willkommen bei dieser Folge von iPad in der Schule, in der ich auf eine App eingehen möchte, die in meinen Augen sehr, sehr gut geeignet ist für offenere Ergebnissicherung in einem wunderbaren Format, das die Schüler kennen und auch mögen, nämlich Videos, Lernvideos oder auch Tutorials. Und das ist Adobe Spark, das in meinen Augen das einfachste und beste Programm ist, das man für Videos im Unterricht nutzen kann. Öffnet man Spark im Internet, dann hat man in einer Oberfläche alle Apps für Videobearbeitung, für Grafik und für Präsentationen in einer Oberfläche. In der App kann ich jetzt hier nur Videos bearbeiten und das macht es so einfach. Denn wenn ich ein neues Video öffnen möchte, klicke ich einfach auf Plus und entscheide mich, was ich jetzt machen möchte, nämlich ein Video mit meinen Fotos beginnen, eine Story-Vorlage verwenden oder direkt im Editor fortfahren. Das Ganze ist jetzt so wunderbar einfach, weil ich nämlich Story-Vorlagen verwenden kann. Und wenn ich da drauf tippe, sehe ich schon, was für Möglichkeiten ich habe. Für eine Idee werben, erzählen, was geschehen ist, ein Held auf Reisen, zeigen und beschreiben, persönliche Entwicklung. Ich möchte aber jetzt hier, weil ich ein Tutorial mache, Wissen vermitteln. Tippe einfach auf Auswählen und komme jetzt schon in das Video, in dem ich hier unten sehen kann. Ich starte mit einer Übersicht, komme übers Konzept zu einem Beispiel, Erläuterung, praktische Anwendung, Übersicht und dann ist es auch schon vorbei. Jetzt kann ich diese Folien hier mit Inhalten befüllen, indem ich einfach auf Plus klicke, unterschiedlichste Inhalte einfügen kann, zum Beispiel auch Videos und hinterher das Ganze mit Sprachaufnahmen, wie hier auf dem roten Button zu sehen, unterlegen kann. Ich kann natürlich auch das grundlegende Layout ändern und zum Beispiel hier einen Titel mit Untertitel einfügen, nenne das Ganze einfach Titel, füge noch einen Untertitel ein und schon habe ich das Titelblatt fertig. Möchte ich das Video jetzt weiter bearbeiten, tippe ich unten einfach auf die nächste Folie, kann jetzt wieder Inhalte einbinden, auf der nächsten Folie wieder Inhalte einbinden und so weiter und so fort und kann natürlich über die Plus-Taste unten rechts auch weitere Folien hinzufügen, kann hier oben über das Layout jederzeit entscheiden, wie die Folie aussehen soll, auch mit geteiltem Bildschirm kann ich arbeiten. Ich kann hier das Thema ändern, was sehr praktisch ist. Ich kann die Größe ändern und ich kann auch hier lizenzfreie Musik unterlegen. Ich nutze jetzt einfach mal die Gelegenheit, hier auf der Konzeptfolie ein Video einzufügen, nämlich gerade hier eins der letzten Tutorial-Videos, die ich jetzt gerade aufgenommen habe und nehme dazu einfach gleich das erste. Kann jetzt hier maximal 30 Sekunden auswählen, tippe oben auf Fertig und schon wird der Videoclip gespeichert und jetzt hier in das Video eingefügt. Die Beschränkung auf 30 Sekunden ist natürlich Limit und praktisch zugleich, weil man sich kurz fassen muss. Jetzt lösche ich einfach mal als Beispiel hier die anderen Folien, indem ich unten auf die Folie tippe, dann auf den Pfeil, jetzt habe ich verschiedene Optionen hier, auf Folie löschen tippe und zeige jetzt einfach mal, wie dann das fertige Video jetzt aussehe, indem ich oben rechts auf Exportieren tippe und hier jetzt sagen kann, in Aufnahmen speichern. Und jetzt wird das fertige Video abgelegt und ich kann es direkt nutzen. Ich kann also nur empfehlen, Adobe Spark einfach mal auszuprobieren, denn man kann hier in kürzester Zeit wunderbare Tutorial-Videos erstellen. Ich zeige auch gleich nochmal eins von einem Schüler, das im Geschichtsunterricht erstellt wurde. Und der große Vorteil ist, dass man sich kurz fassen muss auf den einzelnen Folien für die Videos, weil man maximal 30 Sekunden hat. Und das zwingt auch mich hier, entgegen meiner ursprünglich immer langen Erklärung, zu kurzen, knappen Erläuterungen. Und das finde ich sehr, sehr praktisch, gerade wenn es im Unterricht um Ergebnissicherung geht. Und für alle die jetzt vielleicht die Sorge haben, dass das zu kompliziert, zu langwierig sein könnte für eine normale Ergebnissicherung in einer 90-minütigen Unterrichtsstunde, den kann ich nur entgegnen, das ist es nicht. Es ist ganz simpel, ganz intuitiv zu bedienen, vor allem auch unkompliziert und in sehr kurzer Zeit können die Schüler hier ganz beeindruckende, praktische, für den Unterricht sehr sinnvolle Ergebnisse erzielen. Und in der Regel ist es sowieso so, dass die Schüler die Bedienung gerade auch dieser App ohne Einführung verstehen und damit direkt loslegen können, was im Unterricht natürlich sehr praktisch ist. Die Ursprünge der amerikanischen Revolution. 1607 kamen die ersten Siedler aus England in Virginia an. Die Siedler gründeten drei Arten von Kolonien: Eigentümerkolonien, Handelsgesellschaftskolonien und Kronkolonien. Diese hatten unterschiedliche Leitungen, mal ein Einzelner, ein Vertreter einer Handelsgesellschaft oder einen Gouverneur des Königs. 1620 landeten die Pilgrim Fathers mit der Mayflower an der Ostküste. Sie waren Puritaner, die Schutz vor politischer Verfolgung suchten.
Thank you.